Nach diesem Video wirst du genau verstehen, wie du mündlich endlich so gut bist wie schriftlich. Willkommen zurück, Abiturläden. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Wenn es dir in der Oberstufe so geht, dass du schriftlich echt schon extrem gute Noten schreibst und einfach für dich zufriedenstellende Noten, aber irgendwie kriegst du das Ganze mündlich nicht so genau umgesetzt, dann kommen jetzt genau die 5 Punkte, die du jetzt tun solltest. Erstens, Selbstvertrauen aufbauen. Das Selbstvertrauen ist gerade, um in der Mitarbeit gut mitzumachen, ja, und dich auch da einfach zu engagieren, ist einfach das absolute Grundvoraussetzung. Ja, da kannst du verschiedene Dinge tun. Stell dich jeden Morgen 5 Minuten vor den Spiegel, empfehle ich vielen Traumabitur-Coaching-Teilnehmern. Schreib dir Dinge auf, was du in deinem Leben schon mal erfolgreich gemacht hast. Alle Dinge, die dich einfach pushen. Ja, dazu gibt es auch extra nochmal ein Video auf diesem Kanal. Einfach hier das Video zum Thema Selbstvertrauen in der Schule verdoppeln. Einfach mal anschauen nach diesem Video. Da sind die wichtigsten Dinge auch für dich drin. Zweitens, keine Angst vor Fehlern. Eine ganz große Ursache, warum du vielleicht schriftlich wesentlich besser bist als mündlich, ist, weil du das Gefühl hast, du kannst dich auf Klausuren, Tests und so weiter wesentlich besser vorbereiten und machst so keine Fehler. Und da kommt meistens, denke ich mal, wieder dieser Perfektionismus durch. Da gibt es auch schon ein Video hier oben, rechts oben, unser Video zum Perfektionismus, auch gerne anschauen. Aber das Grundproblem ist einfach, dass du denkst, dass du perfekt sein musst. Das Grundproblem ist, dass du das Gefühl hast, oh, was ist, wenn ich mich im Unterricht melde? Dass mir aber, weil zum Beispiel die Frage halt super spontan kam, ich mich jetzt gerade erst frisch melde und dann bekomme ich in Schottern und ich sage nicht genau das Richtige, dann hast du das Gefühl, dann kriegst du vielleicht eine super schlechte Note. Und das ist überhaupt nicht der Fall. Natürlich sollten sich einfach falsche Antworten nicht summieren, wenn du wirklich auch sehr gut in der Mitarbeit sein solltest. Aber grundsätzlich erwartet kein Lehrer von dir, gerade wenn ein Thema neu begonnen hat oder dir eine Frage stellt, was ihr noch gar nicht richtig besprochen habt, dass du dann die perfekte Antwort weißt. Es ist viel besser, über seinen Schatten zu springen, zu zeigen, hey, ich bin da, ich denke mit, als irgendwie zu sagen, oh, ich melde mich lieber gleich nicht, weil wenn du dich die ganze Zeit nicht meldest, wirst du nie eine gute Mitarbeit bekommen. Drittens, auf Ausdruck achten. Gerade in der Mitarbeit, vor allem wenn du in die höheren Punktebereiche möchtest, ist es einfach super wichtig, wie du das Ganze auch ausdrückst. Ja, zum Beispiel, wenn du schriftlich auch vor allem deswegen immer gut bist, weil du einfach nur die Fakten gut drauf hast, dass einfach relativ einfach hinschreibst, dann kann es sein, dass du in der Mitarbeit, gerade wenn du so das Gefühl hast, oh, ich bin in den Klausuren schon mega, mega gut, irgendwie so 13, 14, 15 Punkte, aber in der Mitarbeit schaffe ich das nie, dann kann das oft daran liegen, dass du einfach zwar was Richtiges sagst, inhaltlich, aber die Art und Weise, wie du es rüberbringst, noch nicht ganz so schön ist. Da auch zum Verständnis gerne das Video zu den offiziellen Kriterien der Mitarbeit, wenn du dich schon immer mal gefragt hast, ab wann kriegt man eigentlich 13, 14, 15 Punkte oder 10, 11, 12 in der Mitarbeit, einfach mal das Video nach diesem Video anschauen. Das Wichtige ist einfach nur, dass du verstehst, dass es in der Mitarbeit eben, vor allem wenn du 13, 14, 15 haben möchtest, dann geht es gar nicht mehr so stark nur um den Inhalt, sondern dann geht es vor allem auch darum, wie stellst du das Ganze dar. Und das kannst du eigentlich super gut üben, indem du grundsätzlich immer, wenn du sprichst, darauf achtest, wie du dich ausdrückst. Ja, mit deiner Familie, wenn du mit denen sprichst, red nicht einfach so bla 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 bla, sondern achte auch darauf, schon irgendwie Zusammenhänge gut darzustellen, das gut zu artikulieren. Das wird sich einfach direkt auch auf deine ganze Mitarbeit auswirken. Viertens, den Lehrer konkret fragen. Grundsätzlich gilt natürlich, dass es sinnvoll ist, den Lehrer immer zu fragen, okay, was muss ich denn eigentlich tun, um in der Mitarbeit gut zu sein? Das gilt für jeden von euch, super wichtig. Aber gerade dann, wenn du schriftlich schon sehr gut bist, hat diese Frage nochmal so viel mehr Power, weil der Lehrer weiß, dass du es drauf hast. Ja, wenn jetzt jemand, der vielleicht nur mittelmäßig oder schlecht ist, zum Lehrer hingeht, was muss ich eigentlich tun, um 15 Punkte in der Mitarbeit zu bekommen, sagt er, was will der jetzt? Aber wenn der Lehrer merkt, oh krass, stimmt eigentlich, die oder der ist super gut, immer in den schriftlichen, aber mündlich kriegt die Person es nicht hin. Und dann will der Lehrer dich auch unterstützen, weil er merkt, du hast schriftlich, inhaltlich das Wissen, kannst du nicht ganz so rüberbringen. Und der Lehrer will dich auch auf einmal viel mehr unterstützen und das bringt dir nochmal richtig krass viel, um da auch wirklich nochmal 1, 2, 3 Notenpunkte rauszuholen. Fünftens, fortgeschrittene Strategien lernen. Gerade wenn du wirklich sagst, okay, ich bin eigentlich schon super gut, aber ich will jetzt nochmal 13, 14, 15 Punkte hochgehen, dann geht es einfach darum, dass du deinen Lehrer anfängst zu lesen, dass du ein Gefühl für das Klassenklima bekommst, dass du dich nicht zum Beispiel bei jeder Frage meldest, sondern nur bei den schwierigeren. Auch dazu, laut der fortgeschrittenen Techniken, Strategien, gibt es auch hier oben das viel gefeierte Video von mir zur Mitarbeit. Einfach das mal anschauen. Ich empfehle dir sowieso alle Videos, die wir immer hier oben verlinken, einfach grundsätzlich nach jedem Video einfach mal komplett anzuschauen, um wirklich zu verstehen, worum geht es hier eigentlich da. Wie gesagt, es ist nochmal einiges reingepackt. Ansonsten, wenn du zu unserem Traumabitur-Coaching-Programm dazukommen möchtest und deine Noten stressfrei, ohne Druck und ohne Angst auf ein ganz neues Level heben möchtest, dann trag dich einfach unter diesem Video im ersten Link zu einem kostenlosen Besprechungstermin, erst mit einem Teammitglied und dann mit mir ein und dann schauen wir, ob und wie wir dir da helfen können. Also einfach unten eintragen und ansonsten denk dran, ich glaube an dich, wir beide sehen uns im nächsten Video, dein Leo. I wanna know.
what the fuck is a team? Nobody gonna work harder than me, especially if it's my dream. I can't let none of these looks in a vein, no. My city's blessings I can't even see, praying that I get to breathe, yeah.